Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat 30 bis 40% Überkapazitäten am weltweiten Stahlmarkt, insbesondere produziert von China, aber auch durch Indien, Billigimporte, Dumpingkonkurrenz, all das sind Schlagworte der letzten 2 Jahre, denn so lange, fast 2 Jahre, geht die Debatte um die Fusion von ThyssenKrupp und Tata schon. Aber es gibt auch andere Schlagzeilen, und die heißen zum Beispiel: ThyssenKrupp verkauft sein Werk in Brasilien für 1,5 Milliarden Euro an den Konkurrenten Ternium. Und nach eigenen Angaben des Konzerns soll das USA- und Brasilien-Abenteuer der ach so weit sichtigen Manager, die heute hier gelobt worden sind, 8 Milliarden Euro gekostet haben. Und alleine auf das verkaufte brasilianische Werk entfallen 900 Millionen Euro Wertberichtigung in diesem Jahr. Wenn man also diese Geschichte betrachtet und wenn man einige Reden heute hört, muss man sich ja die Frage stellen, wer hat Weitsicht, wer operiert wie? Und ich halte zunächst einmal fest, dass mitbestimmte Unternehmen, und das ist eine Tradition und eine Kultur in diesem Land, in der Regel und sehr oft weitsichtiger gehandelt haben und die Unternehmensberatung durch Gewerkschaften und Betriebsräte weitsichtiger war als die der hochgelobten Manager. Übrigens nicht nur im Stahlbereich. Ich erinnere an Jürgen Schremp und seine Hochzeit im Himmel. Über 20 Milliarden sind da verbrannt worden. Ich erinnere an den Manager Winterkorn, der jedenfalls nicht, glaube ich, von Betriebsräten und von der Politik beraten worden ist, dass diese Betrügereien, die VW gemacht hat, jetzt Belastungen von ebenfalls rund 20 Milliarden erzeugen. Und ich erinnere übrigens auch wenn das manche nicht gerne hören, an RWE, die sich Jahre und Jahrzehnte gesperrt haben, die kommende Energiewende zur Kenntnis zu nehmen. Wir lernen also daraus, meine Damen und Herren, dort werden Fehler gemacht. Und es wäre ein Fehler, heute wieder nicht zu sehen, dass diese Fusion mit Tata eben nicht dem Interesse des deutschen Stahlstandortes und der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dient, wie Sie das hier darstellen, sondern im Zweifelsfall dazu dient, dass das, was hier wertvoll ist, ausgeschlachtet wird und am Ende des Tages erhebliche Gefahren für die Volkswirtschaft und für die Arbeitsplätze entstehen. Und deswegen, meine Damen und Herren, sollten Sie es lassen, übrigens auch die Bundesumweltministerin in diesem Zusammenhang anzugreifen, denn das ist nicht die Ursache. Wir haben aus Nordrhein-Westfalen dafür gesorgt, dass im Rahmen der Energiewende eine besondere Ausgleichsregelung nach EEG mit rund 5 Milliarden Euro Entlastung unter anderem für die Stahlindustrie geschaffen worden ist. Wir haben dafür gesorgt, dass die besondere Regelung beim Emissionshandel und auch die Befreiung der EEG-Umlage bei der Eigenstromproduktion durchgesetzt wurde. Und all das führt mit dazu, dass eben die von Ihnen beschriebenen Umstände oder Einwirkungen überhaupt nicht vorhanden sind, sondern die beschriebenen Misswirtschaften der Manager. Wo stehen wir heute? Trotz der beschriebenen Abschreibungen verkündet ThyssenKrupp 1,4 Milliarden Gewinn für die ersten 3 Quartale. 1,4 Milliarden Gewinn. Und deswegen ist es auch so fahrlässig, hier im Landtag davon zu reden, dass die Fusion mit Tata die einzige Chance für dieses Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre. Das ist mitnichten so. Es ist eine erhebliche Gefahr. Wir sollten also großen Wert darauf legen, und ich erwarte das auch von diesem Ministerpräsidenten, dass weiter Stahl von der Qualität, wie er hier erzeugt wird, und zwar zu Umweltbedingungen, die hier herrschen und nicht den Umweltbedingungen in China und auch nicht den Umweltbedingungen in England, denn die sind auch erheblich schlechter. Meine Damen und Herren, wir erwarten von dieser Landesregierung, von diesem Wirtschaftsminister und von diesem Arbeitsminister, dass sie also vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Umstände nicht sagen, der Markt regelt alles alleine und wir überlassen es dem Markt, sondern dass sie sich an die Spitze derer stellen, die zusammen mit den Betriebsräten und zusammen mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern alle Möglichkeiten jenseits einer Fusion mit Tata prüfen, bis hin zu der eben zitierten Deutschen Stahl AG. Auch das kann, muss nicht eine Möglichkeit sein, wenn man sieht, dass Georgs-Marienhütte durchaus darüber nachgedacht hat, dass allerdings Salzgitter immer skeptisch war. Wenn wir also in langen Linien denken, dann müssen wir unter anderem auch deswegen für diesen Standort sein,
weil nur in einer Verbundlösung und nicht in einer Fusion mit Tata in langen Linien Entwicklungen entstehen können, klimaneutral Stahl zu produzieren. Dafür brauchen wir Verbundlösungen mit der Chemieindustrie hier und in Nordrhein-Westfalen, unter anderem entlang des Rheines. Wir brauchen also in der Tat Möglichkeiten hier in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik. Deswegen, Herr Laschet, Sie haben letztes Jahr auf dem sogenannten Stahlaktionstag im April die Bundesregierung und aber auch die Landesregierung aufgefordert und haben von einer Pflicht gesprochen, sich einzusetzen. Das ist jetzt nicht nur die Pflicht des Landtages, es ist auch Ihre Pflicht persönlich. Und die Grünen erwarten, dass Sie heute erklären, dass Sie das tun, dass Sie sich einsetzen und dass Sie zusammen mit der Belegschaft, auch mit dem Vorstand von ThyssenKrupp sprechen und jedenfalls eins verhindern, dass alleine durch ein doppeltes Stimmrecht des Vorsitzenden gegen die Belegschaft eine solche Veräußerung, eine solche Fusion passiert.